Nächste Rednerin ist die Kollegin Sabine Dittmar, SPD-Fraktion. Und sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wir alle haben im Verlauf dieses Gesetzgebungsverfahrens viele E-Mails und Briefe zum Masernschutzgesetz bekommen. Darunter sind Zuschriften von Eltern, die sich einfach nur darüber informieren wollen, wie und ab wann sie den Impfstatus nachweisen müssen. Es schreiben aber auch viele Impfgegner, die alle anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisse leugnen und ihr Selbstbestimmungsrecht unbeeindruckt über das gesundheitliche Wohl aller stellen. Diese werden wir sicher auch durch unsere heute abschließende Debatte nicht von der Richtigkeit der Regelungen überzeugen können. Für mich als Ärztin ist es zudem komplett unverständlich, dass es auch einige wenige Berufskolleginnen und Berufskollegen gibt, die aufgrund pseudowissenschaftlicher Argumente Eltern vom Impfen abraten. Ehrlich gesagt, hier müsste man sogar über berufs- oder zulassungsrechtliche Konsequenzen nachdenken. Aber das steht heute hier nicht zur Debatte. In den pseudowissenschaftlichen Mails, die unsere Postfächer fluten, liest man allerhand erhellende Aussagen wie: Nach einer Masernerkrankung gehen Allergien und Autoimmunerkrankungen zurück. Oder Masernimpfungen zerstören das Immungedächtnis. Und natürlich wird auch der längst widerlegte Klassiker bemüht, nämlich Masernimpfungen führen zu Autismus. Und besonders makaber und zynisch, wenn in manchen E-Mails die Rechnung aufgemacht wird, dass die wenigen Todesfälle doch zu verschmerzen seien, sie aber nie und nimmer eine Impfpflicht mit hohen Kosten der GKV rechtfertigen würden. Meine Damen und Herren, das sind alles Fake News. Nichts davon entspricht der Wahrheit. Und deshalb lassen Sie uns jetzt zu den Fakten zurückkommen. Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Masern sind hochvirulent und können zu schweren Begleit- und Folgeerkrankungen führen, von der Lungenentzündung bis zur Hirnhautentzündung oder die nach der durchgemachten Infektion auftretende subakut sklerosierende Panenzephalitis, also eine Erkrankung, wo Masernviren Nervenzellen im Gehirn zerstören und letztendlich zum Tode führen. Und Fakt ist, dass, wenn Sie selbst nicht geimpft sind und mit einem Maserninfizierten Kontakt haben, Sie zu fast 100% erkranken. Und da helfen weder Globuli noch Klangschalen noch Handauflegen, meine Damen und Herren, da hilft nur die Impfung. Und deshalb können wir froh sein, dass es seit über 40 Jahren wirksame und gut verträgliche Impfstoffe gegen Masern gibt und dass wir bereits eine hohe Impfquote bei der Erstimpfung haben. Bei den Zweijährigen ist die Impfquote, Kollege Henke hat es dargestellt, aber deutlich zu niedrig. Hier sind wir weit entfernt von den 95%, die notwendig sind, um die sogenannte Herdenimmunität oder, ich habe gelernt, man sagt jetzt Gemeinschaftsimmunität, zu erreichen. Aber gerade diese Quote brauchen wir, um die vulnerable Gruppe, also Kinder, die zu jung sind für die Impfung, oder Menschen, die aufgrund einer Erkrankung nicht geimpft werden dürfen, zu schützen. Und genau deshalb werden wir heute hier dieses Masernschutzgesetz verabschieden. Zukünftig müssen Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung, also Kita oder Schule, betreut werden oder in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind oder in solchen Einrichtungen und medizinischen Einrichtungen arbeiten, einen ausreichenden Impfschutz bzw. eine Immunität gegen Masern nachweisen. Und natürlich ist dies ein Eingriff in die persönliche Entscheidungsfreiheit. Aber es ist ein leichter und es ist ein zeitlich begrenzter Eingriff, der einen hohen gesellschaftlichen Nutzen nach sich zieht. Und deshalb ist es für mich vertretbar und verhältnismäßig. Denn für mich hört die individuelle Freiheit da auf, wo die Gesundheit anderer wissentlich oder, man muss fast sagen, willentlich gefährdet wird.